Guten Morgen und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie aus Freiburg und aus München ganz herzlich zum dritten Webinar unserer Reihe Fit in 10 Schritten, die wir in Kooperation mit dem Projekt Transparenz leicht gemacht des Deutschen Spendenrats durchführen. Wir sprechen heute über den Finanzbericht. Und der Finanzbericht ist ein Teil des jährlichen Geschäftsberichts und soll den Adressaten, also den Spendern, Fördermittelgebern und auch Mitgliedern, einen Eindruck vermitteln, wie es denn mit den wirtschaftlichen Belangen einer Organisation aussieht. Und daher gilt es natürlich, den Bericht so aussagekräftig wie möglich zu gestalten. Wie Ihnen dies gelingt, zeigt Ihnen heute Ralf Wedekind. Herr Wedekind ist Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer bei der Solidaris Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, zugeschaltet aus Freiburg. Schönen guten Morgen, Herr Wedekind. Schönen guten Morgen, Frau Glas-Peters. Und die Unterlagen, die Sie sehen, das werden Sie schon kennen, die stellen wir Ihnen dann wie gewohnt zur Verfügung. Sie bekommen nach dem Webinar eine Mail und dort finden Sie einen Download-Link. Ja, und alle Webinare, die wir in dieser Kooperation durchführen, die basieren auf einem Arbeitsbuch für den transparenten Strukturaufbau von Non-Profit-Organisationen. Und dieses Arbeitsbuch wurde im April vom Deutschen Spendenrat herausgegeben, steht auch als Download zur Verfügung und ich spiele Ihnen nachher den Link dazu im Chat ein. Ja, und das war es auch von meiner Seite. Wir sind gespannt auf den richtig perfekten Finanzbericht und ich übergebe an Sie, Herr Wedekind. Ja, schönen Dank, Frau Glas-Peters. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer hier aus dem sonnigen Freiburg. Darf ich Sie begrüßen? Ja, nach dem doch eher enttäuschenden Auftritt der deutschen Fußballnationalelf gestern haben wir zukünftig vielleicht zumindest die Fußballinteressierten mehr Zeit gewonnen. Und diese Zeit, so vermute ich mal, wollen Sie heute einsetzen für Informationen, die ich Ihnen geben möchte für einen aussagekräftigen Finanzbericht. Das Ganze ist ein Webinar in der Reihe Fit in 10 Schritten und wir wollen mal gucken, ob es mir gelingt, Sie einen kleinen Einblick zu geben, wie wir Fit in 10 Schritten dieses hinbekommen. Das Ganze beruht auf einem Projekt Transparenz leicht gemacht in Kooperation mit dem Deutschen Spendenrat und dem Haus des Stiftens. So, dann steigen wir ein. Aussagefähiger Finanzbericht ist unser Thema heute am heutigen Tag und ich möchte Ihnen kurz was sagen zu dem gesamten Projekt Transparenz leicht gemacht. Das ist eine Initiative des Deutschen Spendenrats und worum geht's? Es geht darum, wie erstelle ich Finanzdaten? Wie komme ich klar mit steuerrechtlichen Fragestellungen, was ja nicht unbedingt das Einfachste ist für die Anwendung, auch vielleicht sogar privaten Gebrauch. Aber es geht auch um den Strukturaufbau von Vereinen, Stiftungen, grundsätzlich gemeinnützigen Organisationen. Das ist das Ziel. Und hierzu gibt es mehrere Dinge, die man in Anspruch nehmen kann. Als erstes heute dieses kostenlose Webinar, was angeboten wird und genutzt werden kann von allen, die interessiert sind. Des Weiteren ist es so, dass auch ein Test angeboten. Wenn Sie mal auf die Webseite des Deutschen Spendenrates gehen, dann gibt es dort einen kostenfreien Online-Transparenztest. In diesem Transparenztest werden Ihnen 19 Fragen gestellt und Sie haben die Möglichkeit, diese zu beantworten und maximal 190 Punkte zu erreichen, um zu checken, wie transparent sind Sie eigentlich schon unterwegs. Es geht aber auch noch weiter, das Serviceangebot, dass wir einen Workshop anbieten. Und zwar Workshops bundesweit in der gesamten Republik. Auch dieser Workshop ist kostengünstig, 35 € pro Person. Und Sie kriegen dort einen Einblick natürlich direkt mit einem Referenten, der Ihnen die Dinge näher bringt. Und last but not least, der größte Kreis, wo sich's dann schließt, ist die kostenlose Einzelberatung durch Wirtschaftsprüfer, also durch Berufsträger von meinem Berufsstand. Und das kann ich Ihnen nur ans Herz legen,
hier diese Einzelberatung über den Deutschen Spendenrat gerne in Anspruch zu nehmen. Denn das Ganze wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und diesen Anspruch kann man dann auch gerne wahrnehmen. Denn wir haben ein Thema und das ist ganz interessant, wo der Spendenrat einfach Werbung macht. Das ist die Fragestellung, Zahlen fand ich ja schon immer doof. Ja, das ist dann vielleicht tatsächlich so, aber es hilft ja nichts. Es hilft nichts. Wir müssen zu der Thematik irgendwo kommen. Wenn ich in entsprechenden Organisationen unterwegs bin, hier entsprechende Funktionen einnehme und ja, reagieren muss. Vielleicht noch kurz was, was macht der Deutsche Spendenrat? Der Deutsche Spendenrat ist ein gemeinnütziger Dachverband für spendensammelnde Organisationen und er hat sich zum Ziel gesetzt, Transparenz im Spendenwesen zu erreichen. Und das, wie gesagt, in einer Kooperation, jetzt hier beginnend mit dem Haus des Stiftens, aber seit 25 Jahren auch schon in anderer Weise. Und diese andere Weise ist so, dass man guckt, wie kriege ich die Transparenz hin? Und zwar, der Deutsche Spendenrat hat Mitglieder und die Mitglieder verpflichten sich, diese Transparenzregeln anzunehmen. Und wenn Sie jetzt selbst kein Mitglied des Deutschen Spendenrates sind, so haben Sie jetzt hier die Möglichkeit, über die aufgezeigten Projekte diesem Transparenzgedanken zu folgen. Transparenz heißt, ich möchte insbesondere meine Finanzen, meine Jahresberichte, all das, was mit den Strukturen Ihrer Organisation zusammenhängt, in irgendeiner Weise offenlegen und klar der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das Ganze ist verstärkt worden durch ein Thema, was jetzt ganz aktuell im Jahre 2017 aufgelegt wurde, nämlich das Spendenzertifikat. Der Deutsche Spendenrat hat ein Spendenzertifikat aufgelegt, das von Wirtschaftsprüfern in der Qualitätskontrolle überprüft wird und den entsprechenden Mitgliedern nach der Überprüfung gegeben wird. Hintergrund ist hier ein ehrenamtlich tätiger Wirtschaftsprüferausschuss, der seit 2012 existiert und der hier die Kontrolle übernimmt. Und das ist einzigartig im deutschen Spendenwesen, dass wir hier eine Kontrolle haben. Ja, vielleicht kurz zu meiner Person. Frau Glas-Peters hat es angesprochen. Ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, komme aus dem schönen Freiburg. Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaft, die sich primär mit gemeinnützigen Organisationen im Bereich der Wohlfahrtspflege, aber konkret im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens beschäftigt. Wir selber als Unternehmensgruppe mit knapp an die 300, 350 Mitarbeitern sind an 9 Standorten in der gesamten Republik unterwegs. Mein Tätigkeitsschwerpunkt ist die Beratung und Begleitung gemeinnütziger Organisationen, Hilfestellung zu geben für die vielfältigsten Dinge, die man so benötigt, wenn man so eine Organisation betreibt. Und warum sitze ich jetzt hier? Das liegt einfach daran, dass ich jetzt ganz aktuell Mitglied dieses ehrenamtlichen Wirtschaftsprüferausschusses geworden bin vom Deutschen Spendenrat und mich bereit erklärt habe, als Einstieg dieses Seminar zu geben für einen Finanzbericht, der wirklich eine Aussagekraft haben sollte. Frau Glas-Peters hat es angesprochen. Das Ganze ist jetzt hier ein Einstieg. Sie haben aber die Möglichkeit, alles nachzulesen. Nachzulesen, sei es in Papierform oder jetzt ja neuzeitlicher vielleicht als E-Book, als Möglichkeit, es herunterzuladen, als Download. Es gibt ein Buch, was aufgelegt worden ist vom Deutschen Spendenrat. Transparenz leicht gemacht. Ich zeige es Ihnen mal hier im Bild. So, Sie sehen es vielleicht, so halte ich es gerade. Transparenz leicht gemacht, ein wirklich, muss ich sagen, gut gelungenes, sehr informatives und vor allen Dingen einfach geschriebenes Buch. Ein einfach geschriebenes Buch mit vielen Darstellungen, mit Bildern und Aufzeichnungen, wo Sie wirklich die Möglichkeit haben, Dinge nachzulesen, zu eruieren und vor allen Dingen immer wieder zu Rate zu ziehen. Und diese Empfehlung kann ich Ihnen wirklich aussprechen, sich dieses Buch zu besorgen. Denn wie gesagt, das Ganze ist ja gefördert vom Bundesfamilienministerium. Ja, das vielleicht, damit Sie es einschätzen können, was wir hier an Unterlagen auch zur Verfügung haben und Sie auch im Nachgang, selbst wenn Sie heute nicht alles mitkriegen, vielleicht das Ganze auch zu kurz war, zu umfassend war, dass man hier die Möglichkeit hat,
im Nachgang sich zu informieren. So, dann steigen wir ein. Wir steigen ein in 10 Schritte. Fit in 10 Schritten, das war ja unser Thema für einen aussagekräftigen Finanzbericht. Ich möchte mit Ihnen diese 10 Schritte gemeinsam durchgehen. Wir beginnen mit dem Schritt 1. Es geht um die Bedeutung von Transparenz, ihre Adressaten und ihre Dimensionen. Dann möchte ich Ihnen eine Einordnung des Finanzberichts in der Jahresberichterstattung geben. Das wird der Schritt 2 sein. Der Schritt 3 wird sich mit den Zielen des Transparenzberichts beschäftigen. Schritt 4 werden wir uns Instrumente anschauen. Und Schritt 5 eine aussagekräftige Darstellung eines Finanzberichts mal an einem Beispiel aufzeigen. Danach gehen wir in den 5-Punkte-Plan. Ein 5-Punkte-Plan, wo Sie nochmal gut checken können, wo stehe ich da, wo ordne ich mich da ein, passt das für meine Organisation? Das ist zum einen der erste Punkt, die Zielgruppenorientierung. Der zweite Punkt, die Entscheidungsorientierung. Im dritten Punkt geht es um die Ordnungsmäßigkeit, wo wir, glaube ich, mal ein Augenmerk drauf legen sollten. Der vierte Punkt, die Vergangenheits- und Zukunftsorientierung, bis hin zum letzten Punkt, im Schritt 10, die Vertrauenswürdigkeit, die, glaube ich, sehr wichtig ist im Spendenbereich und bei spendensammelnden Organisationen. Wir beginnen mit dem Schritt 1. Was bedeutet Transparenz? Und ich habe Ihnen hier mal ein Schaubild aufgezeigt, wo wir nochmal uns Gedanken machen, in welchen Sektoren bewegen wir uns denn? Wir haben 3 Sektoren. Der erste Sektor ist der Staat, der zweite Sektor die Wirtschaft und wir befinden uns mit unseren Organisationen, mit den sozialen Organisationen im dritten Sektor. In der Regel sind die Organisationen gemeinnützig organisiert, mildtätig oder kirchlich und sie dienen schlussendlich dem Gemeinwohl der Bevölkerung. Die Organisationsformen sind in der Regel gemeinnützige Vereine, Stiftungen oder auch GmbHs. Das sind so die üblichen Rechtsträger, mit denen man unterwegs ist. Also kleinere Vereine, Sie kennen den Musikverein, Sie kennen aber auch Stiftungen bis hin zu ganz großen Stiftungen, wie zum Beispiel die Robert-Bosch-Stiftung. All darum, worum geht es dann am Ende des Tages? Das Ganze muss finanziert werden. Das Ganze muss finanziert werden durch Geldspenden, Sachspenden, vielleicht auch durch Zeitengagement, dass ich sehe, wie kann ich mich engagieren für eine Organisation. Und damit man das tut, benötige ich natürlich potenzielle Spender, Sponsoren, Fördermittelgeber, all diejenigen, die bereit sind, sich zu engagieren mit Geld oder Arbeitskraft. Und wann machen die das? Natürlich nur dann, wenn ich entscheidungsnützliche Informationen bekomme. Das heißt, wenn ich transparent bin und hier die Dinge so offenlege, dass der Spender, der potenzielle Spender bereit ist, Spenden zu geben. Aber auch nach innen, also zu den reinen Mitgliedern, vielleicht zu größeren Fördermittelgebern, brauche ich Transparenz. Und hier muss ich Rechenschaft ablegen. Und diese Rechenschaftsablegung ist der nächste Punkt, der für die Transparenz einfach wichtig ist. Das heißt, wir haben in diesem dritten Sektor, vielleicht anders als beim Staat oder der Wirtschaft, Punkte, die es wichtig machen, transparent zu sein, um entscheidungsnützliche, relevante Informationen für die Entscheidungsträger zur Verfügung zu stellen. Gucken wir uns als nächstes im Bereich der Transparenz unsere Adressaten an. Unsere Adressaten müssen wir unterscheiden zwischen internen und externen. Und dementsprechend haben wir eine interne Transparenz und auch eine externe Transparenz. Bei der internen Transparenz geht es um unsere Mitglieder. Das heißt, wir haben eine Mitgliederversammlung. Da kennt man es in der Regel, dass man hier einen Finanzbericht erstattet. Das macht in der Regel der Kassenwart oder wie auch immer die Bezeichnung in Ihrer Organisation ist. Aber es gibt auch Gremienmitglieder. Es gibt Gremienmitglieder, Sie haben vielleicht einen Vorstand, Sie haben vielleicht einen Aufsichtsrat. Diese Gremienmitglieder wollen natürlich vorab informiert werden, damit sie ihren Rechten und Pflichten nachkommen können, damit sie ihren Tätigkeiten ausüben können, beispielsweise der Aufsichtsrat zu einer Überwachungs- und Kontrolltätigkeit. Und der Vorstand, der möchte natürlich schon wissen, wo steht man und wo
geht es entsprechend weiter. Aber auch die Mitarbeiter, Ehrenamtliche, das sind Adressaten, die sagen, die Transparenz tut uns gut und ich bin gerne als Mitarbeiter oder Ehrenamtlicher in der Organisation unterwegs. Normalerweise kennt man die Transparenz eher im externen Bereich. In dem externen Bereich, das sind die Klassiker, das sind die Spender. Aber man muss auch sehen, das sind vielleicht sogar größere Zuschussgeber. Das sind, wenn man kennt, die Lotterien, Glücksspirale, Aktion Mensch. Das sind natürlich Organisationen, die nur dann Mittel zur Verfügung stellen, wenn Transparenz herrscht und dementsprechend Daten vorhanden sind, auf der Grundlage die Zuschüsse gegeben werden können. Das sind aber auch die ganz normalen staatlichen Stellen. Die staatlichen Stellen in der Weise, dass wir Behörden haben, die Transparenz einfordern. Beispielsweise bei einer GmbH, unabhängig davon, ob ich gemeinnützig oder gewerblich unterwegs bin, muss ich mich im Handelsregister registrieren lassen oder ein Verein im Vereinsregister. Interessant ist jetzt neuerdings das sogenannte Transparenzregister. Das Transparenzregister, denkt man, naja, hier wird jetzt transparent alles offengelegt. Aber so ist es dann nun doch nicht, denn das Transparenzregister, anders als es vielleicht der Name sagt, hat eine andere Ausgangslage. Es kommt nämlich aus dem sogenannten Geldwäschegesetz, dem GWG. Und hier geht es eigentlich nur darum zu gucken, dass keine Gelder gewaschen werden. Das heißt, es geht um die Angabe zu dem sogenannten wirtschaftlichen Berechtigten. Hier in dem Transparenzregister werden Sie aber beispielsweise keinen Finanzbericht finden. Das ist eher anders bei den Finanzbehörden, denn die Finanzbehörden, die sind natürlich an den Finanzen interessiert und da wird es dann eher darum gehen, dass man hier eine sogenannte Gemeinnützigkeitserklärung abgeben muss und das ist nichts anderes als eine Umsetzung der Zahlen, die für die Besteuerung einfach wichtig sind. Ja, also dass wir doch einige externe Adressaten haben, die Transparenz einfordern, bis hin schlussendlich, das darf man nicht vergessen, die Öffentlichkeit. Die Presse, die, wenn irgendwas verrucht ist, wenn irgendwas hochkommt, dass hier Spenden nicht so eingesetzt werden, wie sie vielleicht eingesammelt worden sind, dass hier Spenden in dunkle Kanäle verschwinden, dass Spenden mehr für Werbe- und Verwaltungszwecke ausgegeben werden, dann ist das immer ein Thema natürlich auch der Öffentlichkeit. Und schlechte Presse, das wissen Sie sicherlich am besten, ist nicht gut fürs Geschäft und insbesondere für spendensammelnde Organisationen. Gucken wir uns die Dimension von Transparenz an. Und die Dimension von Transparenz als weiter Punkt vom Schritt 1 sind drei Bereiche. Wir haben die sogenannte normative Transparenz. Wir haben die organisatorische und dann die finanzielle. Sie können sich denken, der dritte Punkt, das fällt dann unter den Finanzbericht. Aber kurzen Blick vielleicht auf die normative Dimension der Transparenz. Was bedeutet das? Was kann man hier drunter fassen? Und Sie sehen es hier aufgezeigt. Das ist insbesondere das Thema der Satzung. Das ist das Thema des Selbstverständnisses der Organisation bis hin zu einer Verhaltensethik, der man sich unterworfen hat, insbesondere bei der Spendeneinwerbung. Das sind normative Dinge, die man sich festsetzt, an die man sich halten möchte und die natürlich auch transparent dargestellt werden können. Bei der organisatorischen Transparenz ist es so, dass wir natürlich die Fragestellung haben, wie bin ich organisiert? Habe ich ein Organigramm? Bin ich registriert? Das dürfte klar sein. Aber wie sind die Strukturen? Wie sind die Gremien? Habe ich beispielsweise Aufsichtsstrukturen, das sicherlich nur in größeren Einrichtungen, in größeren Verbänden, dass ich hier mir beispielsweise einen Aufsichtsrat einrichte. Ansonsten aber ist es so, dass ich all die Dinge, die mit Organisationen zusammenhängen, natürlich, was die Projekte, die Zielerreichung betrifft, darlegen kann. Für uns heute wichtig ist die finanzielle Transparenz. Die finanzielle Transparenz, und da sehen Sie die Stichworte, die dort dann natürlich kommen oder kommen müssen. Einnahmen, Überschussrechnung, Vermögensausstellung, Jahresabschluss, Mehrspartenrechnungen, all das sind Themen, wo wir gleich nochmal genauer drauf eingehen wollen und können, um hier den Finanzbericht ein bisschen klarer zu gliedern. Von daher ist der Finanzbericht im finanziellen Bereich in der dritten
Dimension neben normativ und organisatorisch anzusiedeln. Ja, jetzt geht es darum, wo können wir den Finanzbericht denn einordnen? Und da hätte ich gerne an die Teilnehmer eine Frage vorab gestellt. Und zwar in der Weise, die Frage, sind Sie beziehungsweise Ihre Organisation verpflichtet, überhaupt einen Finanzbericht zu erstellen? Das heißt, wo kommt die Verpflichtung her? Wo sehen Sie sich verpflichtet, einen Finanzbericht zu erstellen, so wie wir ihn gerade jetzt dann gleich besprechen wollen? Ich habe Ihnen mal 5 Antworten vorbereitet und wäre sehr schön, wenn Sie hier mal eine kurze Antwort geben könnten, um ein Gefühl zu kriegen, wo sind Sie unterwegs, wo stehen Sie, vielleicht auch in welcher Rechtsform sind Sie als Träger von einer Spendensammelorganisation unterwegs, ist es eine Stiftung, ein Verein oder eine GmbH, und daraus könnten sich ja die entsprechenden Antworten unterscheiden. Ja, herzlichen Dank. Und die blaue Umfrage, das blaue Fenster ist eingeblendet. Über 80% haben von Ihnen auch schon gewählt. Vielen Dank. Ihnen zur Info, damit Sie auch einen Vergleich haben. Es sind jetzt über 120 Teilnehmer hier im Webinarraum, die gerade zuhören. Ich warte noch ganz kurz, dann zeige ich Ihnen die Ergebnisse. Ja, so, vielen Dank. Und hier, ja, schon fast in der richtigen Reihenfolge sind die Ergebnisse. 39% sagen ja, sie sind dazu gesetzlich verpflichtet. 33% sind laut Satzung verpflichtet. 15% machen es freiwillig. 8% sagen, sie wissen es nicht, und 5% haben die Frage mit Nein beantwortet. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Ja, wunderbar. Darf ich mich auch bedanken? Da erkennt man, wo Sie, denke ich mal, unterwegs sind. Machen wir es jetzt vielleicht konkret und schauen uns das mal von dem gesetzlichen Hintergrund an. Denn die Einbettung sehen Sie hier, der Finanzbericht ist eingebettet in den Jahresbericht. Und da fragt man sich natürlich, wo kommt die rechtliche Verpflichtung her? Und da können wir relativ klar schon antworten, wenn Sie unterwegs sind im Sinne einer GmbH, dann auch als gemeinnützige GmbH, dann sind Sie verpflichtet, einen Jahresabschluss zu erstellen. Und der Jahresabschluss, wenn man ihn als Finanzbericht sehen möchte, als die Grundlage des Finanzberichtes, dann haben Sie dort die gesetzliche Verpflichtung übers Handelsgesetzbuch. Alle anderen, da wird es schon schwieriger, denn es gibt so ein Handelsrecht nicht unbedingt für Vereine oder Stiftungen oder sonstige Spendensammelorganisationen. Oder gibt es die allgemeinen Vorschriften im bürgerlichen Gesetzbuch? Und da heißt es, ich habe eine Auskunfts- und Rechenschaftspflicht. Und diese Rechenschaft muss ich geben über die Ausgaben und Einnahmen. Und das muss durch eine geordnete Zusammenstellung von Einnahmen und Ausgaben sich ergeben. Diese geordnete Zusammenstellung ist aber nirgendwo groß definiert. Das heißt, es gibt keine klare Definition, was ist ein Finanzbericht, sondern Sie sind selbst dann in der Überlegung, wie stelle ich das dar, wie mache ich das, um dann meine Auskunfts- und Rechenschaftspflicht Genüge zu tun. Und das wird das Thema sein, wie man das hinbekommt. Die Finanzämter haben da vielleicht dann noch ihre eigene Sichtweise und da könnte eine weitere Verpflichtung herkommen. Vielfach ist es aber so, dass Sie das in Ihren Satzungen geregelt haben. In Ihrer Satzung steht ganz klar drin, dass Sie einen Jahresabschluss zu erstellen haben, dass Sie eine Einnahmenüberschussrechnung zu erstellen haben, wie das erfolgen soll. Das ist vielfach, insbesondere, so kenne ich es zumindest, bei Vereinen und Stiftungen vermehrt in den Satzungen geregelt und dass dann hier die Verpflichtung herkommt, so wie auch die Umfrage sich gezeigt hat. Man kann das Ganze aber auch tatsächlich freiwillig machen. Freiwillig heißt, dass diese Verpflichtung aus der Satzung nicht gegeben ist, weil es vielleicht eine kleinere Vereinigung ist und dass ich hier versuche, auf diesem Wege zumindest meine Mitglieder zu informieren und Rechenschaft abzulegen. Denn auch das ist natürlich irgendwo eine Bedeutung.
Wo ist der Finanzbericht eingeordnet? Man sieht es hier an dem Schaubild. Wir haben grundsätzlich, kann man sagen, einen Jahresbericht, weil wir immer natürlich die Jahresperiode haben. Im gewerblichen Bereich würde man vielleicht Geschäftsbericht dazu sagen. Es geht um allgemeine Angaben, überhaupt erstmal zur Organisation. Und dann haben wir vielleicht so zwei Bereiche, nämlich einmal den Projekt- und Tätigkeitsbericht, der die Inhalte mehr beschreibt, Ziele, Strategien, Strukturen und dann ein Teil davon oder separat die finanziellen Informationen über den Finanzbericht. Und wie das nun konkret aussieht, die Ziele können wir nochmal zusammengefasst in dem Schritt 3 uns vergegenwärtigen. Was ist denn überhaupt Ziel eines Finanzberichtes? Und man sieht hier nochmal, schön aufgeschrieben, er ist ein Teilbericht eines Geschäfts- oder Jahresberichts. Er soll einen transparenten Einblick geben, ja worüber, über die wirtschaftlichen Belange Ihrer Organisation. Er soll Rechenschaft geben, ich habe es gerade angedeutet, das kam letztlich oder kommt aus dem bürgerlichen Gesetzbuch heraus, dass ich hier die Verpflichtung habe, Rechenschaft abzugeben und aufzuzeigen, wie habe ich denn meine Einnahmen und Ausgaben, wie haben die sich ergeben, sprich, ich bin ja letztlich treuhänderisch unterwegs. Ich habe treuhänderische Mittel, die ich bekomme über Spenden, über Zuwendungen, über entsprechende Stiftungen, Zustiftungen, wie auch immer, Mittel, die mir anvertraut wurden, die ich dann natürlich darüber berichten muss, wie ich die verwendet habe. Und am Ende des Tages ist es auch ein Thema, was habe ich denn für Vermögen? Was habe ich für sogenanntes Reinvermögen, also Nettovermögen? Wie ist meine vermögensrechtliche Sicht gegeben. Das sind alles entscheidungsnützliche Informationen für die Adressaten. Und wir haben ja gesehen, es gibt eine Menge von Adressaten und wir haben eine Menge Themen, die für die gemeinnützige Organisation einfach wichtig sind. Und von daher denke ich mal, ist es klar, dass ich hier einen transparenten Einblick benötige. Kommen wir zu Schritt 4. Die Instrumente. Und hier sehen Sie nochmal die Instrumente für die vielleicht gängigsten Rechtsformen gegenübergestellt. Sie haben in der mittleren Spalte den Verein, den gemeinnützigen Verein, in der Regel als eingetragener Verein und rechts die gemeinnützige GmbH. Zudem in der zweiten Zeile noch die Stiftung als Besonderheit. Ich glaube, dann haben wir alle Bereiche gut abgedeckt, die hier für Sie im spendensammelnden Bereich von Interesse sind im gemeinnützigen Bereich. Und da ist es so, dass der Verein, ich habe es gesagt, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch verpflichtet ist, Rechnung zu legen, um einfach die Rechenschaft abzugeben. Und das erfolgt in der Regel durch eine einfache Buchführung. Und die einfache Buchführung ist nichts anderes, als dass Sie die Einnahmen und Ausgaben vielleicht auf eine Excel-Liste aufschreiben und sichtbar machen, was haben Sie an Einnahmen und Ausgaben. Es muss halt in irgendeiner Weise geordnet sein und sollte insbesondere für die Finanzverwaltung nicht veränderbar sein. Von daher ist es meistens dann schwierig mit einer Excel-Liste. Da braucht man dann beim einen oder anderen dann vielleicht doch ein entsprechendes Programm. Bei der GmbH sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es so, wir haben die rechtliche Verpflichtung über das HGB, das Handelsgesetzbuch, und hier benötige ich schon die doppelte Buchführung. Das heißt doppelte Buchführung. Ich habe einen Querverweis zur bilanziellen Sichtweise. Ich habe immer zwei Buchungen soll haben, die miteinander korrespondieren müssen. Das Ganze ist ein geschlossenes System und führt letztendlich zum Jahresabschluss aus Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung. Das sehen Sie dann darunter auch, dass wir bei der gemeinnützigen GmbH eine sogenannte Bilanz haben für die Vermögensrechnung, eine Gewinn- und Verlustrechnung für die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen in dem Jahr. Und das ist beim Verein in vergleichender Weise die sogenannte Vermögensaufstellung, die ein Stück weit rudimentärer ist, wo nicht alles hineinkommt, während man bei der GmbH vielleicht noch Abgrenzungen macht, sogenannte Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen hat. Das sind Themen, die in der Vermögensaufstellung vielleicht eher weniger zu treffen sind. Machen Sie es perfekt, dann kann aber auch eine Vermögensaufstellung ähnlich wie eine Bilanz aussehen. Sie haben dann aber nur eine Einnahmen-Ausgabenrechnung. Das heißt auch hier Abgrenzungsthemen, sogenannte Abschreibungen kommen bei der klassischen Einnahmen-Ausgabenrechnung nicht vor. Das kann man spezifizieren, das kann man verbessern. Dann habe ich eine steuerrechtliche Einnahmenüberschussrechnung. All das sind Themen, die sich entwickeln können. Im perfekten Fall
eine sogenannte Gewinn- und Verlustrechnung, wie sie bei der GmbH sich ergibt. Das Ganze ist zu erläutern. Bei der GmbH haben wir den sogenannten Anhang. Hier werden die Bilanzierung und Bewertungsregeln einfach niedergelegt. Das könnten Sie beim Verein oder der Stiftung auch als Erläuterungen machen. Verein ist in ähnlicher Weise auch gültig für die Stiftung. Bei der Stiftung haben wir tatsächlich aber noch die Landesstiftungsgesetze. Und diesen Landesstiftungsgesetzen steht das auch dann nochmal je nach Land ein Stück weit unterschiedlich, nochmal konkret drin, was Ihre Anforderungen sind. Interessant ist es aber, wenn wir einen Zukunftsbezug herstellen, denn Zahlen haben in der Regel Vergangenheitsbezug, stellen die Vergangenheit dar. Die Zukunft ist aber genauso interessant und dazu dient bei der GmbH der Lagebericht, gesetzlich fixiert, und bei dem Verein eine Darstellung des Geschäftsverlaufs mit Einblick in die Zukunft. Interessant ist, ich habe es Ihnen gesagt, der Finanzbericht als solches ist erstmal überhaupt nicht vom Wort her definiert. Es gibt keine Legaldefinition. Man fasst dort aber insbesondere diese Instrumente darunter, je nachdem, in welcher Rechtsform ich unterwegs bin. Neu ist allerdings aus einem ganz anderen Themenbereich heraus das Thema Finanzbericht, und zwar im Bereich der Digitalisierung. Denn es ist jetzt so, es wird geben den sogenannten digitalen Finanzbericht. Der digitale Finanzbericht wird ab 2020 kommen, ist ein Thema im Bankensektor, eingeführt über die Bundesbank. Und es wird darum gehen, dass ich ein einheitliches Berichtsformat habe, wonach ich Bilanzdaten veröffentliche, und zwar für börsennotierte Unternehmen, also für kapitalmarktorientierte Unternehmen. Da wird es dann im Jahre 2020 verpflichtend aus dem EU-Recht heraus so einen digitalen Finanzbericht geben. Da steht aber mehr Digitalisierung im Vordergrund als der Finanzbericht. Nur klar ist, hier wird dann der Finanzbericht letztendlich als Jahresabschluss definiert. Ja, das vielleicht als Überblick für die Instrumente. Ich möchte jetzt im Schritt 5 dazu kommen, Ihnen mal eine aussagekräftige Darstellung in einem Finanzbericht aufzeigen. Parallel habe ich mal im Internet geschaut und geguckt, was es für Möglichkeiten gibt und genutzt werden. Und da gibt es unterschiedliche Darstellungen. Als Beispiel karitative Verbände, mal ein Jahresbericht 2016. Das erste Beispiel, was ich Ihnen weitergeben möchte, ist ein sogenannter Jahresbericht über 12 Seiten. Und von diesen 12 Seiten gibt es eine halbe Seite über Finanzen. Und diese halbe Seite sagt nur verbal etwas aus zu 5 Punkten. Der erste Punkt, dass man im Vereinsregister registriert ist. Der zweite Punkt, dass man von einem Wirtschaftsprüfer geprüft wurde. Der dritte Punkt, dass der Vorstand entlastet wurde. Der vierte, dass man eine erfreuliche Geschäftsentwicklung hatte. Und der fünfte, dass die Mittel zweckgebunden verwendet worden sind. Das sind Aussagen, die als solches erstmal gut und vernünftig sind. Aber man muss natürlich auch darauf vertrauen, dass die Aussagen, die dort stehen, dann auch tatsächlich so vorhanden sind. Transparenz sieht vielleicht ein Stück weit anders aus, als dass man nur auf diese Aussagen in verbaler Form sich Vertrauen schenken lassen muss. Von daher gibt es auch ein anderes Beispiel, was ich gefunden habe. Auch hier wieder ein karitativer Verband. Da ist es so, da haben wir einen Geschäftsbericht 2016 über 46 Seiten. 46 Seiten im Internet auffindbar und davon 8 Seiten zum Thema Finanzen. Und interessanterweise ist das Ganze überschrieben mit Transparenz in Zahlen. Und hier werden Zahlen, Vergleiche, Erläuterungen gebracht, sehr ausführlich dargestellt. Man kann sich einen umfassenden Einblick machen und man erkennt, dass man auch hier anders unterwegs sein kann. Aber gucken wir nun konkret in unser Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, und zwar von der Heilsarmee in Deutschland, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Jahresbericht 2016. Und hier sehen Sie einfach mal dargestellt an diesem Beispiel das Bilanzergebnis, die Einnahmenüberschussrechnung, so kann man es bezeichnen. Und was erkennt man hier?
Man erkennt auf dem linken Block erstmal eine Unterteilung in Sphären. Diese klassischen Sphären, die wir haben, insbesondere aus dem Bereich des Steuerrechts. Das heißt, wir gucken, was ist der ideelle Bereich, was sind Zweckbetriebe, was ist Vermögensverwaltung und was sind sogenannte Betriebe gewerblicher Art. Das ist schon wichtig zu unterscheiden, um zu erkennen, wo ist so eine Organisation unterwegs. Und man erkennt hier, dass zum Beispiel der größte Einnahmenblock im Bereich der Zweckbetriebe Sozialwerk liegen mit über 10 Millionen Euro. Wichtig finde ich dann auch, dass man einen Vergleich zum Vorjahr hat, um es einfach einordnen zu können. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und man erkennt im Bereich der Veränderungsspalte, dass man diese Entwicklung, diese Veränderung gleich in der dritten Spalte erkennt. Neben den Erträgen gibt es dann die Aufwendungen und das Ganze addiert sich dann zu einem sogenannten Betriebsergebnis, was in dem konkreten Fall negativ ist mit minus 921.000. Eine Verschlechterung, wenn man so sagen darf, gegenüber dem Vorjahr von 190.000. Ja, das ist die Darstellung des Betriebsergebnisses. Dazu kommt noch das Finanzergebnis, das heißt die Anlagepolitik im Bereich der Kapitalmärkte, hier allerdings negativ. Das heißt, man wird vermuten, dass man hier Darlehen aufgenommen hat und entsprechende Darlehenszinsen zu zahlen hatte. Das Ganze, da wir keine außerordentlichen Vorgänge hatten, führt zu einem Jahresergebnis von über 1 Million im Negativen. Wenn ich entsprechende Rücklagenentnahmen hinzunehme und den Ergebnisvortrag, das sehen Sie hier in der Entwicklung, dann komme ich auf ein sogenanntes Bilanzergebnis von minus 971.000. Aus diesen Zahlen, zumindest für das fachkundige Publikum, kann man einiges erkennen. Man kann sich ein Bild machen und ist einfach ein Beispiel dafür, dass ich sage, mit den Zahlen mache ich eine Aussage, die ich verifiziere durch den Vergleich zum Vorjahr, durch die Veränderung zum Vorjahr und einfach die Darstellung in einer Aufgliederung, die mir hilft, das Ganze ein Stück weit zu ordnen. Für diejenigen, die mit Zahlen nicht so gut unterwegs sind, macht es vielleicht auch Sinn, eine anschauliche Darstellung über Grafiken, Kuchendiagramme, Balkendiagramme zu gestalten, um hier einfach die Proportionalität der Ein- und Ausgaben zu erkennen. Und Sie sehen hier zum Beispiel einfach nur, was sind die größten Blöcke. Bei den Einnahmen ist es hier die Sozialarbeit mit 42%, bei den Ausgaben in gleicher Weise mit 38%. Aber man erkennt auch andere Dinge, wie zum Beispiel, was von Interesse sein könnte, die entsprechenden Ausgaben für die Verwaltung, für die Werbung, hier mit 11 bzw. 4%. Und dann sagt man sich und kann es selbst beurteilen, ist das für mich so transparent, dass ich sage, jawohl, hier möchte ich entsprechend spenden, denn diese Darstellung ist für mich eine übersichtliche Darstellung. Man kann das Ganze auch noch verfeinern in gewissen Bereichen, dass man sagt, was ist mir wichtig? Mir sind wichtig zum Beispiel die Spendeneinnahmen und wie setzen sie sich zusammen? Und hier sehen Sie einfach mal ein bisschen grafisch aufgepoppt die Fragestellung, welche Spendeneinnahmen von welchen Inhalten sind die geprägt. Das geht los von Bußgeldern über Stiftungszuwendungen, Legate, also Erbschaften, Spenden aus verschiedensten Bereichen, sodass ich das gesamte Spendenvolumen von 5,7 Millionen hier nochmal untergliedere. Und das gibt natürlich auch hier eine bildliche Darstellung, aber auch nochmal eine Klassifizierung in einzelne Bereiche, die vielleicht einfach wichtig sind. Und so ähnlich kann man Unterscheidungen auch in anderen Bereichen vornehmen. Hier exemplarisch rausgegriffen die Spendeneinnahmen. Wichtig könnte aber auch zum Beispiel sein die Mittelverwendung, insbesondere bei konkreten Projektausgaben. Für welche Projekte sind meine Mittel eingesetzt worden? Hierüber könnte ich auch eine grafische und zumindest zahlenmäßige Darstellung vertiefend liefern. Das ist ein Bereich hinsichtlich aussagekräftige Darstellung im Einnahmen-Ausgaben-Bereich. Wichtig scheint mir aber auch zu sein, eine Vermögensaufstellung mitzuliefern, um eine aussagekräftige Darstellung für einen Finanzbericht zu liefern. Hier nochmal ein Beispiel, eine Vermögensaufstellung, die sich sehr stark schon daran orientiert an einer Bilanz. Das erkennen Sie daran, dass es eine Aktiv- und Passivseite gibt und dass die entsprechenden Summen von Aktiv und Passiv übereinstimmen, sowohl im aktuellen Jahr als auch im Vorjahr.
Und hier erkennt man zumindest, wenn ich nicht in einzelne Bereiche einsteigen möchte, wie sieht das Nettovermögen aus, warum hat sich das Nettovermögen verändert. Und Sie sehen hier, dass man hier eine Steigerung der liquiden Mittel hat auf 6,8 Millionen. Und das ist jetzt ein Thema, wo man sagt, hier muss ich vielleicht Erläuterungen geben, wofür verwende ich die Mittel, letztendlich ja für die Zweckverwirklichung und was tue ich dafür, dass diese entsprechend eingesetzt werden. Ja, verlassen wir diesen Bereich mit dem fünften Schritt für die aussagekräftige Darstellung im Finanzbereich und ich möchte Ihnen jetzt zum Schluss noch den Fünf-Punkte-Plan kurz vorstellen. Wir haben, und das ist, denke ich mal, wichtig, für einen aussagekräftigen Finanzbericht brauchen wir eine Zielgruppenorientierung. Wir müssen unsere relevanten Zielgruppen erkennen, definieren, für wen machen wir es eigentlich? Sind es die Spender, sind es die Mitglieder, sind es die Fördermittelgeber, für wen ist es? Und da unterscheidet sich auch, was ich mache. Das heißt, zeige ich eher die Mittelverwendung, zeige ich eine Mehrspartenrechnung zwischen ideellen Bereich, Zweckbetrieb, Vermögensverwaltung und gewerblichen Bereich oder mache ich eine Projektdarstellung beispielsweise. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, der einfach wichtig ist, die Zielgruppe zu orientieren, sich zu orientieren. Vielleicht ein Praxistipp meines Kollegen von dem Frank Molitor. Er sagt, erfahrungsgemäß ist ein solches Projekt in der Startphase mit einigem Aufwand verbunden, das sich allerdings später durch den mit dem Nutzen einer gesteigerten Transparenz verbundenen Erfolg langfristig auszahlen kann bzw. wird. Von daher will ich Ihnen ein bisschen die Angst nehmen, diesen Aufwand zu machen. Scheuen Sie sich nicht, denn der Nutzen wird die Transparenz wird dazu führen, dass Sie auch Nutzen davon haben und letztlich die Spender und ihre Fördermittelgeber überzeugen. Ja, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Das ist die Entscheidungsorientierung. Es sollte klar sein, dass wenn Sie veröffentlichen, wenn Sie transparent sind, dass Sie sich über die Reaktionen im Klaren sind. Diese Reaktionen sind natürlich dann da, wenn insbesondere viele Mittel aufgehäuft worden sind. Und dann sollte man sich Gedanken machen über die beabsichtigte Verwendung eines hohen Geldbestandes. Das denke ich mal ist klar. Man kann schon Reaktionen vorhersehen, vorwegnehmen und dementsprechend in seiner Entscheidung, was ich veröffentliche, dann auch hier schon reagieren mit einer entsprechenden Berichterstattung. Der nächste Schritt in unserem Fünf-Punkte-Plan ist immer noch jetzt hier die Entscheidungsorientierung. Einfach nochmal hier aufgezeigt, dieses Beispiel, was ich Ihnen nannte, mit einer Fragestellung der Verein. Ich zitiere, hat im letzten Jahr schon genug Spenden erhalten, da muss ich ja in diesem Jahr gar nichts mehr spenden. Und wenn ich dann so eine Aussage habe, dann verliere ich einen Spender. Das ist natürlich unnötig, muss nicht sein, sondern ich will natürlich meine Zweckverwirklichung weiterhin verfolgen und gucken, dass ich hier durch eine angemessene Berichterstattung diese Reaktion schon befriedige. Das kann bei einer GmbH im Lagebericht sein, das kann aber auch in allen anderen Bereichen, in einem sogenannten Projektbericht sein, wo ich die Darstellung schon vorwegnehme, wie ich diese Mittel verwenden möchte für Zukunft. Und dass die Basis ist, dass auch weiterhin gespendet wird. Thema Ordnungsmäßigkeit. Ordnungsmäßigkeit ist, glaube ich, die Basis für alles. Die Zahlen, die geliefert werden, sollten auf einer Grundlage liegen. Und diese Grundlage ist die ordnungsmäßige Buchführung. Und dafür gibt es Grundsätze, die man einhalten sollte. Es geht um Glaubwürdigkeit und wenn man Glaubwürdigkeit, das wissen Sie wahrscheinlich am besten, erstmal verliert, die wiederzugewinnen, ist das Schwierigste, was man sich vorstellen kann. Von daher ist es unheimlich wichtig, hier ordnungsgemäß zu handeln und die Buchführung aufzusetzen. Und von den Grundsätzen, von den 7 klassischen Grundsätzen für eine ordnungsgemäße Buchführung möchte ich nur 4 nennen. Und zwar kann man es zusammenfassen, die Zahlen sollten richtig sein. Die Sprache sollte klar sein, die Darstellung sollte übersichtlich sein und insgesamt sollte alles auch vollständig sein. Ja, so kann man es zusammenfassen. Wenn man sich das merkt und jedes Jahr wieder merkt, dann glaube ich, hat man die Chance, über die Ordnungsmäßigkeit die Glaubwürdigkeit zu haben, zu behalten und nicht zu verlieren. Wir kommen in unserem Fünf-Punkte-Plan zum vierten Punkt, Vergangenheits- und Zukunftsorientierung.
Es ist klar, dass der Finanzbericht auf Zahlen basiert, die letztendlich immer vergangenheitsorientiert sein müssen und auch sind. Wichtig scheint mir aber zu sein, dass man auch in die Zukunft schaut und den Spender für zukünftige Projekte begeistert und hier ja einfach eine zukünftige Darstellung des Finanzberichtes darlegt. Und diese zukünftige Darstellung, wir haben es gesehen, kann im Lagebericht vonstatten gehen, kann ja im Projektbericht vonstatten gehen, aber man muss eine Verbindung herbekommen, in einem Finanzbericht auch über die Zukunft zu berichten, in verbaler Form, vielleicht auch mit hinterlegten Zahlen. Wie stelle ich mir meine Einnahmen zukünftig vor? Wie stelle ich mir meine Ausgaben vor? Was habe ich vor? Wichtig ist jedoch bei dem Ganzen, ich muss den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Das heißt, wenn ich mich einmal für ein Verfahren entschieden habe, der Berichterstattung, dann sollte ich es beibehalten. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Das ist eine Frage bei einer GmbH natürlich der gesetzlichen Verpflichtung, weil da ist dieser Stetigkeitsgrundsatz verankert im Handelsrecht. Und daran muss ich mich halten, damit der Berichtsleser, damit der Adressat hier auf eine Berichterstattung vertrauen kann, die nach dem gleichen Muster erfolgt. Kommen wir in unserem Fünf-Punkte-Plan zum letzten Punkt. Das ist die Vertrauenswürdigkeit. Ich habe es schon angesprochen. Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit ist das Wichtigste hier in diesem Bereich, in diesem dritten Sektor bei gemeinnützigen Organisationen. Und man kann es vielleicht zusammenfassen, indem man sagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das heißt, es geht um die Fragestellung, wo kommen die Zahlen her? Sind sie geprüft und dementsprechend vielleicht vertrauenswürdiger, als wenn sie ungeprüft wären. Von daher gibt es drei Lösungen. Eine einfache Lösung. Die einfache Lösung ist der Klassiker, dass man einen Kassenprüfer hat. Dieser Kassenprüfer wird in der Mitgliederversammlung gewählt. Er ist sicherlich nicht aus dem Vereinsvorstand oder vom Kassierer her zu besetzen, sondern unabhängige Personen aus dem Mitgliederbereich. Und diese sind unabhängig, aber kommen aus dem internen Bereich. Interessant könnte aber auch eine weitere Lösung sein, dass man sich einen Finanzbericht durch einen externen Berater, sei es Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, erstellen lässt oder aber sogar einen selbst erstellten prüfen lässt. Das wäre ein externes Testat, was natürlich vielleicht ein Stück weit in der Glaubwürdigkeitsdebatte einen höheren Wert hätte. Als letzte Möglichkeit gibt es auch die sogenannten Spendenzertifikate oder Siegel. Das ist natürlich was mit Außenwirkung, wo ein Spender darauf vertraut und sagt, aha, hier gibt es ein Spendenzertifikat, ich habe es angesprochen, vom Deutschen Spendenrat, von Wirtschaftsprüfern geprüft und dementsprechend mit einer hohen Wertigkeit hinterlegt, sodass wir hier eine Möglichkeit haben, hohes Vertrauen zu bekommen, indem wir geprüfte Finanzdaten haben, einen Finanzbericht haben, der letztendlich, wenn ich nicht sogar gesetzlich dazu verpflichtet bin, und gesetzlich bin ich ja dann dazu verpflichtet, wenn ich zumindest eine mittelgroße GmbH bin, auch eine gemeinnützige mittelgroße GmbH ist gesetzlich verpflichtet, sich prüfen zu lassen. Alle anderen ist aber eine Empfehlung auszusprechen, das zu machen, um hier einfach eine Vertrauenswürdigkeit zu erreichen. Sie sehen es hier nochmal zusammengefasst, aufgelistet, können Sie gerne nachlesen. Zum einen nochmal der Kassenprüfer als Klassiker für den Verein und dann der gesetzliche Abschlussprüfer bei der GmbH. Sie sehen hier die Rechtsnormen und Sie können hier sehen, dass letztlich, worum es geht. Es geht darum, dass ich als Kassenprüfer mir natürlich die Belege angucke, die sachliche Richtigkeit, ob überhaupt der Bestand vorhanden ist. Und dann natürlich auch in Richtung Wirtschaftlichkeit gehen. Das heißt, sind die Mittel sparsam eingesetzt worden? Denn das ist sicherlich im Interesse des Spenders oder des Zuschussgebers, dass diese Mittel, die treuhänderisch letztendlich für die Zweckverwirklichung zur Verfügung gestellt wurden, auch entsprechend eingesetzt werden. Das Ganze mündet dann in eine Berichterstattung. In der Regel kennt man es bei der Mitgliederversammlung, dass dann der Kassenprüfer ein kurzes mündliches Statement abgibt, in der Regel nur mündlicher Form, weniger ein schriftlicher Bericht. Das ist natürlich ganz anders bei einer GmbH, beim Abschlussprüfer. Hier gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, einen Prüfungsbericht schriftlich zu verfassen.
Wichtig ist, das sollte klar sein, dass es hier keine Selbstprüfung gibt, sondern dass man hier unabhängig sei es als internes Mitglied oder als extern Bestellter, dass man hier entsprechend unabhängig seine Tätigkeit wahrnimmt. Ja, ich darf schließen den ganzen Vortrag und bin da auch, denke ich mal, ganz gut in der Zeit. Mit dem wichtigen Satz, gute Daten brauchen gute, transparente Daten. Ich glaube, das sollte irgendwo das Wichtigste sein, dass wenn man gute Dinge im gemeinnützigen, im dritten Sektor macht, dass man das auch nach außen trägt. Und wenn man es nach außen trägt, dann wäre es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man das mit Daten macht. Das wird benötigt heutzutage, auch wenn man, ich habe die Karte noch hier liegen, Zahlen fand ich ja schon immer doof. Auch wenn es so ist, sollte man sich dem stellen und das Ganze dann transparent vonstatten gehen lassen. Ich darf zum Abschluss einen Ausblick machen für das, wie es weitergeht. Man muss sagen, das war ein Parforce-Ritt durch einen Finanzbericht, um Ihnen einfach mal einen Überblick zu geben, wo die Stellschrauben sind, woran man denken soll, was man sich anschauen muss. Das kann in einem Webinar in einer guten, knappen Stunde sicherlich nicht vollumfänglich erfolgen. Aber ich habe es zu Beginn gesagt, es gibt andere Möglichkeiten, insbesondere die Einzelberatung, die Sie hier nutzen können. Sie können in die Workshops gehen, Sie können aber auch zuvorderst sich downloaden, dieses Arbeitsbuch Transparenz leicht gemacht, wo es wirklich in leichten Schritten alles nochmal verschriftlich ist und Sie nachlesen können. Hier aber nun das nächste Webinar, Fit in 10 Schritten. Hier geht es um die Steuererklärung, die sogenannte GM1, das heißt die Steuererklärung für gemeinnützige Organisationen. Auch das eine interessante Thematik, die nicht vielen so geläufig ist, dass man dem Finanzamt da so Rechnung trägt, dass es Sinn macht. Von daher schauen Sie sich dieses Seminar an. Es gibt vielleicht Hilfestellung, es selbst zu machen oder dann zu entscheiden, es doch einem Steuerberater zu geben. Ja, ich habe es gesagt, sollte das alles zu schnell gegangen sein, fragen Sie die Experten, melden Sie sich bei dem Deutschen Spendenrat, melden Sie sich bezüglich des Projektes Transparenz leicht gemacht. Es ist eine Chance, es ist gefördert, nutzen Sie es, ich kann Sie nur dazu ermutigen. Hoffe, dass ich Ihnen jetzt einen Überblick gegeben habe. Würde mich freuen, wenn Sie diese Angebote wahrnehmen in Zukunft und darf mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen schlussendlich viel Erfolg bei der Erstellung eines transparenten Finanzberichts. Herzlichen Dank. Und ich sage auch ganz herzlichen Dank. Das war Ralf Wedekind zum Thema Finanzbericht. Das Webinar, das Sie gerade sehen, findet am 13. September statt und den Link dazu hatte ich Ihnen auch im Chat eingespielt oder Sie gehen einfach auf die Webinarseite vom Haus des Stiftens. Ja, wir haben noch Zeit auch für ein paar Fragen. Ich möchte gleich die erste stellen. Es war in den letzten Folien genannt, was ein Kassenprüfer zu tun hat. Der Umfang war aufgelistet. Aber gibt es da auch ganz klare Vorschriften dazu? Nein, also Vorschriften gibt es nicht, sondern es ist ja so, dass die einzige Vorschrift, die dort existiert, im bürgerlichen Gesetzbuch hinterlegt ist, ich muss eine geordnete Darstellung der Einnahmen und Ausgaben machen und das kommt meistens noch hinzu, eine Vermögensübersicht geben. Und in der Regel, und das wird zumindest bei kleineren Vereinen dann auch als ausreichend angesehen, reicht es, wenn ich da eine entsprechende Berichterstattung mache. Was hatte ich für Einnahmen? Was sind es an Mitgliedseinnahmen gekommen? Was hatte ich aufgrund von irgendwelchen Projekten an Einnahmen? Was hatte ich an Ausgaben gehabt, wenn ich das darstelle mit einem Ergebnis? Und dann ändert das meistens in der Aussage, wie sieht der Bankbestand aus, was hat sich jetzt verändert, wie stehen wir kassenmäßig da.
Das wird man als ausreichend ansehen. Anders sieht es aus, wenn ich eine größere Organisation habe. Eine größere Organisation, da wird man natürlich die Anforderung schon haben, dass diese geordnete Darstellung der Einnahmen und Ausgaben ein Stück weit anders aussehen muss. Das muss dann schon professioneller sein. Und ein Kassenprüfer, der wird natürlich sich da ein Bild machen müssen, ob das soweit stimmig ist. Und dieses Bild ist dann aus der Erfahrung heraus, wo man sagt, was gucke ich mir an? Ich gucke mir Belege an. Ich gucke mir die Dinge an, die dazu führen, wie die Einnahmen und Ausgaben jetzt aufgelistet sind. Ja, geordnet. Ein Begriff mit einer dehnbaren Definition, so wie es scheint. Dann knüpft echt auch die nächste Frage dran an. Es war die Frage von einem Sportverein. Auch hier nochmal, um es einfach zu klären, nur das Thema Vermögensübersicht, ist es jetzt in dem Fall also für einen Sportverein gesetzlich erforderlich oder freiwillig? Also diese Vermögensübersicht ist, wenn ich davon ausgehe, dass der Sportverein ein eingetragener Verein ist, Ja, ist dann... Ne, dann gehen wir von der normalen Konstellation aus, dass ich nochmal, ich kann es nur wiederholen, diese geordnete Übersicht machen muss. Und diese Vermögensübersicht ist in der Weise ausreichend, dass man zumindest erkennbar macht, wo stehe ich da, wie stehe ich da mit meinem sogenannten Nettovermögen, mein Reinvermögen. In der Regel beim Sportverein wird es dann so sein, dass ich natürlich die Bankkontenstände habe, aber wenn ich beispielsweise ein Kunstrasenplatz finanziert habe und da natürlich auch Darlehen aufgenommen habe, weil das für die Bestreitung des Kunstrasens nicht ausreicht, dann wäre es natürlich für die Mitglieder schon hilfreich zu wissen, wie hoch ist das Darlehen, wie hoch ist die Darlehensfinanzierung daraus, was muss ich an Schuldentilgung aufnehmen, kann ich das entsprechend machen? Das gehört für mich dazu einer offenen Rechenschaft, denn worum geht's? Letztendlich muss ich Rechenschaft legen. Ich muss Rechenschaft legen über das, was ich tue. Und dazu gehört dann auch, jetzt im konkreten Fall, einen Überblick darüber zu geben, wie die Vermögenssicht beispielsweise bei der Darlehensfinanzierung aussieht. Vielen Dank. Eine Frage aus der Praxis, ganz konkret der Fall. Was passiert, wenn man als Kassenprüfer feststellt, dass die Bereiche falsch zugeordnet wurden? Also konkret die Einnahmen im Zweckbetrieb erfasst wurden und zum Beispiel eben nicht im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ja, also da ist natürlich ein guter Hinweis, hat mehr steuerliche Auswirkungen, denn vom Grunde her sind es ja erstmal Einnahmen, die, denke ich mal, erfasst sind. Das ist mal die erste Hürde. Die zweite Hürde ist tatsächlich die Zuordnung. Die Zuordnung hat steuerliche Konsequenzen, denn es ist ja so, die gemeinnützige Organisation soll ihre Zwecke verwirklichen und dazu sollte sie ihre entsprechenden Ausgaben im ideellen Bereich und im Zweckbetrieb machen. Und der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb ist nicht Satzungszweck. Und wenn ich da eine falsche Zuordnung mache, dann ist es natürlich schon so, dass ich hier eigentlich eine Falschaussage treffe, dass ich hier Einnahmen oder Ausgaben habe, die nicht dem Zweck der Organisation entsprechen. Und hier sollte der Kassenprüfer das auch feststellen und auf eine Veränderung hinweisen. Spätestens wird das Ganze dann zu einem Thema werden, wenn eine Steuererklärung abgegeben wird. Und wenn bei der Steuererklärung das auch falsch deklariert wird, dann ist es natürlich so, dass ich hier zu falschen Steuerabgaben komme. Denn wenn es eigentlich im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zugeordnet werden hätte sollen, dann müsste auch hier eine entsprechende Steuerlast als Konsequenz folgen. Herzlichen Dank an Sie, Herr Wedekind, und auch an den Spendenrat und das Projekt Transparenz leicht gemacht. Ja, wir hoffen, Sie sind am 13. September wieder mit dabei, wünschen erstmal einen schönen Tag und vielen Dank für Ihr Interesse. Bis dahin. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. Tschüss. Tschüss.